Da war ein bisschen Angst, ne? Ach, krass. Krass. Sogar, so wie ich. So. Willst du direkt spielen? Okay, so. Nochmal. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich wieder nicht alleine und zwar ist heute der Etienne bei mir. Etienne Heimann ist der jüngste Produzent Deutschlands. So, das bist du. Und du bist fast fertig mit deinem zweiten Spielfilm. Ja. Genau. Heißt Yamatal, der kommt im Oktober in die Kinos. In die Kinos, ins Fernsehen, auf Netflix, überall hin. Überall hin. Wir bombardieren ganz Deutschland mit diesem Film. Ich habe leider keine Rolle bekommen. Ich halte es jetzt extra auf der Kamera fest, damit du unter Druck gerätst. Der nächste Spielfilm kommt bestimmt. Und wir machen heute eine Challenge, denn ich dachte mir, der Etienne, er kann bestimmt irgendwas Lustiges machen. Und deshalb haben wir uns die 7-Sekunden-Challenge ausgedacht, beziehungsweise die gibt es ja schon, aber wir haben uns eben 5 Challenges ausgedacht, die der andere innerhalb von 7 Sekunden machen muss. So, ich habe jetzt hier mein Handy, da werde ich jetzt gleich immer die Stoppuhr anmachen. Und hier neben der Kamera und auf unser Intro hat gerade der Nick Wilder gespielt. Guck mal in die Kamera. Guck mal, ich bin gerade so vorgehüpft. Dein Einsatz jetzt. Genau, und der begutachtet hier uns und ist quasi so ein bisschen unser Schiedsrichter, ob wir das hier auch alles akkurat und spielregelkonform machen. So, ich würde sagen, du darfst anfangen mit einer Challenge an mich. Challenge Nummer 1. Ja. Trag uns doch bitte kurz mal den Refrain eines deiner Lieblingslieder vor. Und bitte. My mama don't like you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job. Ja, wunderbar, perfekt. Ist das ein Refrain gewesen überhaupt? Ich glaube. Oh, das ist okay. Ich glaube, den Punkt lassen wir. Hauptsache, das, Justin Bieber ist das erste, was mir einfällt. Ja. Oh, ich hätte auch Swalalala. Hätte ich auch sicher. Okay, gut. Habe ich es geschafft? Ja, ja, das waren mehr als 10 Sekunden. Da hast du. Okay. So, jetzt kommt meine erste Challenge. So. Buchstabiere deinen Vornamen rückwärts und los. E-N-N-E-I-T-E. Ja. 5 Sekunden. Voll gut. So, wir haben beide einen Punkt. Jetzt bist du wieder dran. Das letzte E ist stumm. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber gut. Dein größter Fauxpas bei einer deiner Radiomoderationen? Oh, dass ich zum Beispiel, wenn ich das Mikro angemacht habe und geredet habe. Und ich die Leute nicht gehört habe. Oder ich einfach einen Hänger hatte. Also ich einfach aufgehört habe zu sprechen wie so ein Blackout. Kommt das öfter vor, oder? Nein. Ich weiß. Okay. Okay. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen lustig. Und zwar mache 6 unterschiedliche Tiergeräusche in 7 Sekunden. Und los. Muh. Mäh. Törö. Quark, quark. Kikeriki. Ja, miau. Passt schon. Kack, wuff. Also es waren ja 6. Es war 8 Sekunden, aber ich würde sagen, wir lassen das gelten. Gerade so eben. Ja, okay. Wir lassen das gelten. Krass, hätte ich gedacht, weil eigentlich setzen einen diese 7 Sekunden ja so ein bisschen unter Druck. Ich dachte, jetzt kommst du so, so viel, mehr ins Stocken. Für die nächste Challenge musst du hinter das Sofa. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Hinter das Sofa? Ja. Also am besten, dass du halt einen Handstand machen kannst. Ich habe 7 Sekunden, um einen Handstand zu machen? Ja, schon. Einfach die Kiste in die Höhe schmeißen. Also machst du jetzt? Ja, ich mache die 7 Sekunden und das ist gefährlich hier. Egal. Und? Bitte. Wow. Ja. Oder muss ich stehen bleiben 7 Sekunden? Nein, du musst 7 Sekunden stehen. Nein, komm, lassen wir gelten. Ich muss 7 Sekunden stehen bleiben? Das ist zu Anfang. So, jetzt um das kurz vorwegzugreifen, ich hasse braune Bananen und esse sie am liebsten, wenn sie noch so ein bisschen grün schimmern. Ja, du hast jetzt, du darfst sie schon aufmachen, du hast 7 Sekunden Zeit, die Banane zu essen. Ach du Kacke. Hier, die ist immer frisch, die ist noch gut. Ja, die ist nur von. Ihr seid ja Etepetete hier. Muss ich sie auch runter. Ja, du musst sie auch geschluckt haben. Gut, dass du es nicht gefunden hast. So, ja. Schmeiß irgendwo hin. So, muss gewischt werden hier. So, warte. Darf ich sie durchbrechen? Ja, ist mir egal, aber du musst sie in 7 Sekunden gegessen haben. Auf die Plätze, fertig, los.
Nee, das war ein Fail. Ich will dich jetzt bei meiner nächsten sehen. Das ist jetzt noch nicht so lustig wie das nächste. Das ist im Grunde noch eine Frage an dich, die würde mich persönlich mal sehr interessieren. Ja. Mit welchem Promi würdest du denn gerne mal eine Nacht verbringen? Eine heiße Nacht? Ich bin noch vergeben. Ja, und was würdest du dann Daniel erzählen? Na gut. Deine 7 Sekunden laufen. Oh. Ab jetzt. Mit dem Nick Wilder. Oh. Sehr also gut. Nicht keine Ahnung. Grüße an Christine an dieser Stelle. Ja, wir können doch einen Grillabend machen und wir spielen den ganzen Abend Gitarre ums Lagerfeuer. So habe ich mir das gedacht. Ist ein heißer Abend. Ist ja heißes Lagerfeuer. Egal. Finde ich völlig, völlig verständlich. Ich glaube, du bist wieder dran. Okay. Du hast jetzt 7 Sekunden Zeit. Mhm. Deine Füße hinter deinen Kopf zu tun. Beide? Ja. Also einen kriege ich vielleicht hin. So, okay, auf die Plätze, fertig, los. Nee, keine Chance. Funktioniert nicht. Nee. Schaffst du das? Nee. Schaffst du das? Ich weiß nicht mehr, ob ich es schaffe. Warte. Aber die Jeans rein. Aber vielleicht. Aber ja, es ist nicht so einfach. Aber ich dachte, wir machen ein bisschen Action hier. Ja, wir sind ja schon bei Punkt 5 meiner Liste. Ja. Ich möchte dich dazu mal kurz eben. Jetzt wird's. Komm mal. Du würdest ja gerne mal eine heiße Nacht mit Nick Wilder verbringen. Ja. Und da dachte ich, vielleicht kann er dir ja mal eben zeigen, wie so ein Filmkuss funktioniert. Ein Filmkuss? Ein Filmkuss. Sind die gefaked? Immer. Die sind immer gefaked. So. Nein. So. Ja, aber... So funktioniert das im Hollywood-Film. Naja, auf der wird dann wieder raus digitalisiert. Genau. Okay, dann sie das auf dem Schiff immer. Jetzt gerade Sebastian Ströbel, ne? Genau. So, du hast jetzt 7 Sekunden Zeit, deinen Lieblingssong zu googeln und wir müssen drauf kommen, was es ist. Und Moment. Ich hatte auch keine Zeit, um zu überlegen, was ich singe. Und los! Gurgeln. Also wir sind bei 16 Sekunden, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Rong. Ja, ich war letztens auf dem Roland Kaiser Konzert und es war sein Klassiker Santa Maria, aber wahrscheinlich seid ihr nicht die Zielgruppe. Nein. Also für mich klang das Also da war mein Justin Bieber schon echt besser. Ja. Also ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja, doch. Hebe die Haare, du hast gewonnen. Yeah. Und so ihr Lieben, das war's mit unserer 7-Sekunden-Challenge. Also ich fand deinen Einsatz, er war grandios. Du hast die Banane in dich reingestopft. Ja, also, und das, obwohl sie braun war. Du hast die Füße, du bist hier vom Sofa gefallen. Wahnsinns, ja, das ist Einsatz, Leute. Also wenn es euch gefallen hat und ihr das irgendwie amüsant fandet, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne mal in die Kommentare. Etiennes Instagram verlinke ich euch natürlich auch. Und dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zu meinem nächsten Video. Muah!